Flammkuchen. Tante Fanny's Flammkuchenteig. Fertig, ausgewickelt, kommt gleich noch Apfel drauf und mal sehen, was wir dann noch so machen. Bis gleich. Mit der KitchenAid raspeln wir jetzt ganz fein mit dem Gurken und Äpfel, damit die auch schnell gar werden. Nun machen wir Folgendes. Abgekupfert von? Tartatin. Tartatin, wer ist das? Tartatin. Tartatin, okay. Das ist der berühmteste französische Apfel. Dingsbums. Ein bisschen Aprikosengelee hier und da. Okay. Und wollen wir von nur das Gewürz, ne? Nicht auch noch die Marzipan. Nur das Gewürz. Oder? Noch Marzipan dazu ist zu viel, oder? Genau. Nein, lass mich mal eben kurz zeigen, was für ein Gewürz das ist. Ja. Ups, halt mir das mal dahin. So kann man es nicht lesen. Moment, wir messen mehr. Das. Ja, okay. Wenn das jetzt noch auf ist. Oh, das riecht ja schon gut. Lass mich nochmal da reinfilmen. Da ist so ziemlich alles was drin, was das Weihnachtsherz begehrt. Los rein, lass den Winter streuen, üppig drauf streuen. Das Ganze wird ein wenig karamellisieren hinterher. Boah, riechen tut das ja echt irre. Und wie viel Grad macht man dann jetzt im Backofen an? 160. 160, wie lange lassen wir das Tatöse drin liegen? 12 Minuten, 15 Minuten. 12 Minuten, 15 Minuten. Okay, ich stelle mich jetzt ab. Wir gucken gleich mal, wie es. Ja, es waren dann 15 Minuten, nicht bei 160 Grad, sondern bei 220 Grad. Oh, das sieht lecker aus. Und riechen. Riechen mit ein bisschen braun.